Sag mir mal, wie überhaupt einer von uns hier rauskommt. Over. Eventuell mit dem Code, der hier steht. Zumal wir ja hier oben jetzt schon nichts mehr machen können, ne? Over. Aber ich könnte jetzt runtergehen, unten, dorthin, wo du in Gefahr warst, mit den 6 Drehdingern, weil das nämlich genau die Symbole von diesen Drehteilen, und könnte diesen Code unten mal eingeben. Und ich wette mit dir, dass dann hier die Tür für dich aufgeht. Over. Gut, die 3 Hebel, die noch fehlen, werden wir ja wohl kaum jetzt auf die Schnelle schaffen, oder? Over. Nee, ich gehe mal stark davon aus, dass wir uns die verbaut haben. Over. Aber 9 von 12 finde ich schon nicht schlecht. Over. Okay, magst du mir ansagen, was das Dreieck mit dem Kreis genau ist? Over. Ich frag mich gerade, warum du jetzt selber nicht mehr hochkommen solltest. Ist da nicht jetzt noch alles frei und du brauchst nur den Fahrstuhlknopf drücken? Over. Ich kann mir gut vorstellen, dass die eine Tür hier zugeht und die andere, hier war noch eine zu, eine Tür, dass die dann aufgeht. Over. Also, wenn wir mit dem Dreieck anfangen, obwohl das... Warte mal, also... Das ist jetzt ein unvollendetes Dreieck, was nach rechts offen ist und nach links zeigt. Over. Okay, dann hätte ich jetzt gerne einmal den Kreis mit dem X. Was ist das für einer? Over. Das ist ein komplett durchgestrichener Kreis und der hat 3 Striche durch. Also auch noch einen senkrechten. Einen X und einen senkrechten. Over. Okay, dann hätte ich einmal gerne das nächste. Over. Das ist eine Raute mit einem horizontalen Strich in der Mitte. Also der das praktisch in 2 Dreiecke teilt. Over. Okay, das nächste. Da weiß ich leider nicht den genauen geometrischen Begriff, aber es ist ein konisches Viereck sozusagen mit einem Strich in der Mitte. Also es wird nach oben hin schmaler, hat aber keine Spitze. Over. Ist das nicht ein Trapez? Ja, kannst du recht mit haben. Over. Aber was für ein Strich hat es drin? Over. Senkrechter Strich von oben nach unten, der geht auch durch und geht ein bisschen an beiden Seiten drüber. Over. Okay, das nächste. Das ist eine Raute mit einem diagonalen Strich drin. Ah ne, Raute ist es auch nicht, ein Rechteck, Entschuldigung. Rechteck mit einem diagonalen Strich. Neigt sich also parallelogrammmäßig ein bisschen nach rechts. Over. Okay, und jetzt das letzte. Over. Das ist praktisch ein halbes Quadrat, was nach links offen ist, mit einem Kreis drin. Over. Hat sich bei dir was getan? Over. Nicht wirklich. Over. Aber tatsächlich hat sich hier die andere Tür geöffnet. Over. Na, soll ich zu dir runterkommen? Over. Ich habe noch einen der Schalter gefunden, also haben wir nur 2 verpasst. Und hier ist noch ein schönes Buch, was man lesen könnte. Over. Also hinter der Tür, die aufgegangen ist, hast du jetzt nur Extras, aber keinen möglichen Ausgang. Sonst hätte ich nämlich vermutet, dass hier oben der Bonusausgang ist und der richtige oder der erste Ausgang erstmal woanders. Over. Nee, hier sind nur Extras. Das Buch hat den tollen Titel They are Traitors, all of them. Ich lese mir das mal tatsächlich nicht durch. Also wer sich das durchlesen möchte, zumindest später auf YouTube, kann das gerne einmal pausieren. Aber das ist mir gerade 2 Seiten voll Text zu viel. Aber ansonsten wüsste ich gerade hier auch nichts. Over. Es wird ja wohl nicht so eine Tür sein wie bei Portal, dass die aufgeht, wenn wir beide hier sind. Over. Ich fahre jetzt einfach nochmal hoch und wir gucken nochmal. Over. K
Kann es vielleicht sein, dass man die Tür oben aufkurbeln kann mit der Kurbel da unten und dass man deswegen nur einer raus kann, weil die halt zu ist, bis der andere nachkommen würde, over. Ja, hatte ich auch schon im Kopf. Jetzt fährst du aber schon hoch, ne? Können wir es gerade nicht ausprobieren, over. Ja, testen wir erstmal, ob sie aufgeht, wenn wir beide davor stehen, over. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Ich bin wieder unten, over. Es wäre eigentlich sehr naheliegend, dass es die Kurbel ist, weil wir die ja sonst überhaupt nicht verstanden haben, beziehungsweise sinnvoll einsetzen konnten. Der Fahrstuhl funktioniert ja die ganze Zeit selbstständig. Over. Ja, das Türchen geht auf. Over. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich da jetzt durchtreten würde. Over. Tja, ich kann halt nicht hinterher. Ich darf mich gleich hier in die Lava stürzen. Immerhin gibt's hier eine Todmöglichkeit. Die gab's im ersten Teil nicht. Over. Ich gehe aber davon aus, dass das Spiel zu Ende ist, wenn ich hier raus spaziere, dass du vielleicht nicht mehr bis zur Lava kommst. Over. Na dann, es war schön mit dir hier reingegangen zu sein, mein Freund. Wir sehen uns irgendwann. Ciao. Ja, tschüss. Ich hoffe für dich, dass ich die Errungenschaft kriege, was für ein mieser Freund ich bin. Ich trete durch. Over. Oh je. Beziehungskiste heißt die Errungenschaft. Oh, guck mal. Left behind heißt mein Achievement. Aha. Oh nein, da sieht man doch die Gewissensbisse. Oh ja. Oh, oh, oh. Aber die Sequenzen sind grafisch unglaublich schlecht, ne? Dann weißt du ja, welches Zweierteam wir bei We Were Here Together spielen, ne? Wir spielen die zwei Überlebenden. Ja. Nee, hast du auch so eine krasse Artefaktbildung? Ja, ja. Also ich wollte es mal sagen für meine Zuschauer, dass die dann nicht denken, ich nehme das hier irgendwie total grottig auf, sondern es sieht im Original schon grottig aus. Ah, schön, ein Abspann. Naja, gut, zwei Schalter fehlen. Zwei, mein Gott. Also es könnte eventuell das Secret Exit sein, damit beide rauskommen, ich weiß es nicht. Wir müssen es eh nochmal spielen. Ich will nämlich die Achievements der anderen Seite noch haben, aber heute nicht mehr. Ja, auch heute ausnahmsweise nicht mehr. Okay. Also, ja. Wir hängen jetzt schon seit 4,5 Stunden hier im Stream, ne? Also geplant waren ja irgendwie 90, ne? 90 Minuten und jetzt hängen wir hier seit 4,5 Stunden drin. Haben wohl doch deutlich länger gebraucht als die meisten, aber das hing ja auch immer. Es war immer ganz blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gab zwei Stellen und die waren relativ zu Beginn, die einfach blöd waren. Die eine, die nicht funktioniert hat am Anfang und die andere, die war... Ja, irgendwas haben wir erstmal nicht geschnallt. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was es war, aber wir haben uns an zwei Sachen sehr lange aufgehalten, über eine halbe Stunde gefühlt oder so. Das war einmal das mit den Särgen und einmal das mit den Kerzen. Ja, die Kerzen, genau. Ja... Das war ein bisschen komisch. Aber wenn man von dem absieht, da ist der Abspann auch schon durch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben doch gerade mal mit dem Fazit angefangen. Wenn man mal von dem absieht, hat es sehr Spaß gemacht. So wie der erste Teil. Ich fand es doch ein bisschen ausführlicher als der erste Teil. Man hat ja Reviews gelesen, die das direkt miteinander vergleichen. Natürlich wäre man davon ausgegangen, wenn man für den zweiten Teil zahlt, dass der mindestens doppelt so lang ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Netto-Durchspielzeit wäre. Die ist natürlich nie so lang, wenn man jetzt so ein Rätselspiel kennt. Aber ich würde so vom Gefühl her schon sagen, dass ein bisschen mehr drin steckte. Und es hat sehr gut unterhalten. Und das Wichtigste für mich ist jetzt gerade, dass diese, was hast du gesagt, 4,5 Stunden oder wie viel? Ja, ungefähr 4. Ein bisschen mehr als 4 Stunden, ja. Dass sich das außer körperlich bei mir gerade nicht so äußert. Also, dass es sich nicht so angefühlt hat. Sondern komplett von vorne bis hinten unterhaltsam war.
ich es an keiner Stelle irgendwie langweilig fand. Ja. Und das für den Preis auch völlig in Ordnung. Es kostet nicht 20 Euro oder so. Ich bin zufrieden, auf jeden Fall. Ja, also ich würde einfach mal spontan, sparodisch eine Stunde abziehen für das, was wir gebraucht haben. Einfach, weil wir eine Stunde am Anfang bei den Särgen hingen. Und das ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das mit den Särgen, den Code probiert haben, aber nicht nachdem ich hinter der Tür war. Das könnte auch wirklich sein, dass wir es danach nicht mehr probiert haben. Vielleicht war es ja kein Tag. Dass erst du irgendwie weiter musstest und dann ich oder so. Genau. Ja, eventuell. Vielleicht war es auch Bugman. Man wird es wahrscheinlich sehen, wenn man uns hinterher nochmal anguckt, ob wir jetzt wirklich so dumm waren und diese eine Kombination hinterher nicht mehr ausprobiert haben. Ja. Aber es hat sich auf jeden Fall beim nochmal Neuspielen hat sich das ja geklärt. Und das war aber halt schon eine Stunde, dass wir direkt am Anfang gehangen sind. Wenn wir das mal wegziehen, sind halt immer noch 3,5 Stunden, die wir da jetzt gut durchgespielt haben. Vielleicht nochmal eine halbe Stunde für das mit den Kerzen, wo wir uns ein bisschen irre gemacht haben, nochmal abziehen. Dann sind wir trotzdem noch bei 3 Stunden. Und es waren 3 Stunden volle Spielzeit ohne Hängenbleiben. Also ich würde sagen, das hat doch schon mehr als der erste Teil zu bieten. Ja, vor allen Dingen würde ich sagen, Leute, die hier eine Review schreiben und von 90 Minuten reden, die verdrehen die Wahrheit so ein bisschen. Also die kommen sich ganz schlau vor, wenn sie sowas schreiben, aber naja, muss ja nicht stimmen, ne? Die haben wahrscheinlich schon vorher ein Video zugesehen. Genau, die haben ein Walkthrough nachgespielt. Oh, nur 90 Minuten nachgespielt, toll. Ja, nee, also da muss man schon ein bisschen gucken und begreifen, was da von einem verlangt ist. Es ist ja eigentlich nie wirklich was Komplexes. Es sind so ein paar Sachen, aber trotzdem, man muss die erstmal finden. Ja, also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich finde, die Rätsel waren auch ein bisschen erfrischender zum ersten Teil hin. Also ich habe ja auch in den Reviews gelesen, von wegen, das sind so ziemlich dieselben Rätsel wie im ersten Teil. Fand ich jetzt nicht so, ganz ehrlich. Also ich habe hier kein Schachspiel gehabt. Nicht direkt zumindest. Und keinen blöden Projektor, der nicht funktioniert, so wie man es gerne hätte. Projektor, ne? Und es sah auch wirklich ein Stück hübscher aus. Also es ist jetzt immer noch kein AAA-Titel oder so. Es ist natürlich Indie irgendwie. Aber da sah einiges schöner aus. Also da waren Wassereffekte, da waren schöne Flammen. Da war eine schöne Burg, die sich auch irgendwie größer anfühlte als im ersten Teil. Mit mehr Räumen und allem. Da waren schon tolle Sachen dabei. Ja. Also, ja. Also... So von der Lore her, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, spielen We Were Here und We Were Here 2 beide zur selben Zeit. Ne? Am Anfang bei We Were Here ist das erste Duo, was da abhanden kommt, macht dieses Leuchtsignal, wird dann niedergeschlagen, das ist noch ein wichtiger Punkt, finde ich. Und dann spielt man war auch was Komisches. Dann spielt man ja den ersten Teil von den zweien, die ja da quasi gekidnappt wurden. Und bei We Were Here 2 sehen wir das Leuchtsignal, laufen dem hinterher und gehen von uns aus in das Schloss rein und werden dann quasi gefangen, weil hinter uns die Tür zugeht. Und beide spielen sich quasi den Weg nach draußen, aber in beiden Fällen kommt halt nur einer wieder raus. Das ist jetzt so die Geschichte, die ich jetzt verstanden habe. Und demnach würde ich das mal eins und eins zusammenzählen, wortwörtlich, ne? Der eine, der da überlebt hat, und der eine, der da überlebt hat, ne? Und das wird dann wahrscheinlich das Duo sein, was bei We Were Here Together dann wahrscheinlich ums nächste Überleben kämpft. Und vielleicht finden wir dann auch diese eine Person, die uns niedergeknüppelt hat. Ja, vor allen Dingen, da bin ich gespannt drauf, auf den Teil. Und wenn der nicht 25 Euro kostet oder was, dann bin ich auch bereit, den zu kaufen. Und vielleicht wird es ja mit jedem Teil ein bisschen besser. Jetzt hat sich noch nicht so viel verändert, aber trotzdem schon ein bisschen was zum Positiven. Vielleicht hören sie auch auf die Community und wissen, ach, guck mal hier, jetzt wollen sie doch mal ein paar mehr Rätsel haben. Wir gucken, was wir tun können. Aber selbst wenn es so bleibt, wieder für einen Zehner oder so, völlig in Ordnung. Aber ganz unterm Strich waren das hier deutlich mehr Rätsel als im ersten Teil. Ich meine, wie viele Rätsel hattest du im ersten Teil? 4 oder 5? Das waren ja echt nicht viele. Und hier hattest du ja eine ganze Menge mehr. Mindestens das Doppelte, würde ich sagen. Das kann schon sein, ja. Und ich meine, das spiegelt sich eigentlich auch in der Zeit wieder, ne? Ich habe jetzt so... Wenn man jetzt so die langen Stellen wegnimmt, doppelt so lang gebraucht als im Blind Playthrough im ersten Teil. Jetzt habe ich mal eine ganz wichtige Frage an dich. Wie warst du denn zufrieden mit deiner Rolle?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Rolle ist, die du für mich vorgesehen hattest, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben die Rollen ein bisschen vertauscht gehabt, aber es kann auch einfach sein, dass wir beide einiges zu sehen hatten. Weil ich hatte schon einiges zu sehen, aber es hat sich auch angehört, dass du auch einiges zu sehen hattest. Es war nicht so einseitig wie im ersten Teil, glaube ich. Genau, das ist es nämlich, ganz wichtig. Ich wusste ja nicht, was du so hattest. Wenn du jetzt gesagt hättest, ja, ich habe mich nicht so viel bewegt, dann wäre das äquivalent zum ersten Teil gewesen. Wenn du aber sagst, du hast auch viel gesehen und ich nämlich sage, ich habe auch absolut genug gesehen und es sah alles schön aus, dann haben sie da nämlich ganz entscheidend was verbessert und haben das, wie du sagst, ausgewogener gemacht, beziehungsweise ausgewogen. Und das finde ich sehr wichtig. Das ist immer wichtig. Das ist wichtig in Portal-Kammern, dass nicht einer rumsteht und nur zugucken kann. Das ist gerade in solchen asymmetrischen Spielen total wichtig. Ne? Ich glaube, ausgewogen würde ich das noch nicht nennen. Unterm Strich glaube ich trotzdem, dass du noch mehr zu tun hattest. Aber gerade zum Beispiel bei dem einen Rätsel mit der Wand, die mich fast zerquetscht hätte, ne, da hatte ich gut zu tun, ja, kann ich dir sagen. Ja, da hattest du gut zu tun, aber ich hatte nichts zu tun. Ich hatte absolut nichts zu tun, als um mein Leben zu betteln, ne. Ich stand da die ganze Zeit und die Wand war zerquetscht und eventuell mal kurz diese Figuren da anzugucken. Und mehr hatte ich da nicht zu tun, ne. Aber sonst hatte ich halt auch öfters das Gefühl, dass ich halt eher weniger zu tun hatte, du aber viel am Rumrennen an Sachen zusammenkramen bist, ne, und dann gucken, dass du das ich alles Ich fand das sehr addierst. Schön mit den Mosaiken, das hat mir extrem gefallen, das war echt hübsch. Ja, da stand ich eigentlich auch nur davor und hab dir das alles erzählt und bist rumgerannt. Ja. Also ich hatte zwar im Vergleich zum ersten Teil als Bibliothekar, hatte ich zwar viel mehr zu tun, weil ich halt auch größere Räume hatte und mehr Räume natürlich und ich wurde auch ein bisschen öfters in die Mangel genommen. Aber ich glaube, du hattest trotzdem noch mehr zu tun. Aber es war halt trotzdem eine Steigerung zum ersten Teil. Und ich freue mich auf jeden Fall, die andere Seite zu spielen, weil ich glaube, das ist im Gegensatz zum ersten Teil nicht ein Spiel, wo ich jetzt sage, ich weiß zu 100%, was ich als die andere Seite zu tun habe. Ja, ich bin da auch gespannt, sofern ich derjenige bin, der das spielen darf mit dir. Ja, ich hoffe doch. Ja, natürlich. was ist mir gerade noch eingefallen? Ganz wichtig. In unserem... Oder zumindest in meinem ersten Video von Teil 1 hat man es noch nicht gehört, weil wir... Doch, am Anfang hat man es gehört. Die Soundqualität ist eigentlich okay. Oder die ist gut. Die reicht jetzt hier auch in dem Teil aus. Und viel wichtiger, die Walkie-Talkies haben zuverlässig funktioniert. Ja. Alles hat dahingehend funktioniert. So, und das ist eine Sache, die mussten sie wirklich besser machen gegenüber dem ersten Teil. Und das haben sie offensichtlich geschafft. Also das hat alles geklappt. Oder wir haben es hat mir keine Tasten zurückgesetzt oder irgendwas. Oder wir haben wieder diesen Lucky Catch, den ich mit Ergo hatte. Da hat auch alles funktioniert, ne? ja, gut, kann sein. Nach einem Mal spielen können wir es noch nicht hundertprozentig beurteilen. Wenn wir dann das Äquivalent dazu spielen, dann können wir es beurteilen. Und wer es jetzt bei mir auf YouTube geguckt hat. Ich werde das ja in Folgen zusammengeschnibbelt haben. Du wirst wahrscheinlich im Stück gelassen haben, aber ich kann da glaube ich auch für dich sprechen, wenn du es irgendwann auf YouTube packst. Also ich zumindest werde deine Videos, so sie denn rechtzeitig exportiert werden und auf YouTube landen, werde ich die verlinken. Das heißt, Hinweis an den Zuschauer, guckt euch die Endcard an, da wird Soras Video sein, dann könnt ihr gleich die andere Seite sehen. Schön, dass ich das am Ende des Let's Plays sage. Das werde ich auch machen. Aber auf jeden Fall, es gibt eine Sache, die ich auf jeden Fall zu bemängeln habe. Ich weiß, mein PC ist nicht der beste, aber ich glaube, dieses Spiel braucht nicht so viele Ressourcen. Ich glaube, es geht noch nicht gut mit den Ressourcen um. Denn einerseits hat mein OBS ziemlich gemeckert, was das Spiel betrifft. Ich habe hier 44 Warnungen liegen, dass es halt mit den Ressourcen nicht ganz klar gekommen ist von dem Spiel. Ich hoffe, dass es im Stream nicht ganz so hart zu sehen war. Es sind immerhin 23% waren leckende Frames, die da angeblich waren. Also es kann sein, dass mein Video eventuell unschaubar ist. Das weiß ich noch nicht. Ja. Aber was ich auf jeden Fall gemerkt habe, und das war wirklich teilweise unspielbar, wenn wir in ein neues Gebiet gekommen sind, mein PC hat es nicht geschafft, das im Hintergrund das alles ordentlich zu laden. Ich hatte Standbilder bis zum geht nicht mehr. Ne? Also ich habe teilweise 2 Sekunden oder so Standbilder gehabt. Und wenn du zufälligerweise in dem Moment geredet hast, dann wurde das in einem Loop immer wieder abgespielt. Das hört man an einer Stelle richtig gut. Und das war richtig schrecklich, weil in einem neuen Gebiet, vor allem eins... hier mit der Wand, die mich zerquetschen wollte. Ich konnte da nicht richtig drauf reagieren, einfach weil ich die ganze Zeit, wenn ich mich gedreht habe, Standbilder hatte. Und das war richtig blöd, finde ich, gerade bei so einem Spiel. Hast du dir aber nicht anmerken lassen, muss ich sagen. Ja, ich habe es erwähnt, aber nicht im Walkie-Talkie.
Ich habe es zu meinem Zuschauerschaft habe ich es erwähnt und das hat man da auch sehr gut gesehen. Und es kann halt wirklich sein, dass das Video hinterher jetzt unschaubar ist und ich dann im schlimmsten Falle es nicht exportieren werde, weil das bringt mir dann auf YouTube auch nichts mehr. Und ich hoffe einfach mal, dass man es wenigstens ordentlich gucken kann. Aber das ist auf jeden Fall der größte Kritikpunkt. Und ich glaube, das liegt wirklich an der Programmierung des Spiels und nicht an meinem PC. Weil mein PC ist zwar nicht der beste, aber er hat schon deutlich andere Spiele ordentlich gepackt. Und ich glaube nicht, dass es an dem sollte ja eigentlich nicht das anspruchsvollste Spiel sein, ne? Aber dahingehend kann ich jetzt mal sagen, ich kenne zwar meine Aufnahme auch noch nicht in dem Moment, aber ich habe hier, es ist alles butterweich gelaufen bei mir und ich habe konstante 60 Frames gehabt. Also noch kann ich nicht meckern. Wie gesagt, habe mein Video noch nicht gesehen, aber so vom Gefühl her kann ich erstmal genau das Gegenteil behaupten von dem, was du gerade schilderst. Ja. Ja, weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist halt so gewesen. Ja, mal hat mal Glück, mal hat mal Pech, mal hat mal Gandhi, ne? Aber letztendlich, es hat halt spielerisch Spaß gemacht und wir sind jetzt auch nicht so oft gestorben. Also ich finde, das war ganz legitim. Wir haben viele Rätsel auch schnell geschafft. Sie war eigentlich irgendwo gestorben, groß, außer da, wo du dich absichtlich umgebracht hast? Nee, vom Timing her war es machbar. Also das Knappste war, glaube ich, schon das, wo ich kurbeln musste, damit du nicht zerquetscht wirst. Da ja, war ich nur war am Rennen. Also das war echt teilweise knapp. Ich habe das Gefühl, dass es immer enger wurde. Und es kam halt auch immer näher hinterher, dass du immer später gekurbelt hast. Und ich wollte dich halt auch nicht unter Druck setzen. So quasi, du hast gerade gekurbelt, läufst wahrscheinlich zwei Schritte weg. Und ich so, kurbel weiter. Ja, das mehr war das wirklich nicht. Also ich musste in drei Richtungen laufen. Eine Richtung waren diese ganzen Wappen und wo ich das einsetzen musste. Und zwei andere Abzweigungen waren die Waffen. Das heißt, ständig von A nach B. Und mir war schon total bewusst, wenn ich an dem Kreuz vorbeikomme, an dem Steuerrad, muss ich eigentlich kurbeln. Und ich wusste schon, gleich wird er sich wieder melden. Und in dem Moment, oftmals, wo du es dann gesagt hast, war ich praktisch schon fast am Kurbeln. Das hast du dann auch gemerkt, ne? Ja. In dem Moment, wo du es gesagt hast, ist es eigentlich schon passiert. Also da war mir schon bewusst, jetzt muss ich loslegen. Ich mochte immer die Momente, wo ich gesagt habe, es wäre schön, wenn du jetzt wieder kurbeln würdest. Und du so, ja, mach ich gleich. Und ich dann so, wie gleich? Ich brauche das jetzt, sonst bin ich tot. Das war bestimmt ein schöner Nervenkitzel bei dir, kann ich mir vorstellen. Das war aber auch das Einzige, was das quasi mir gebietet hat, weil sonst habe ich ja geboten hat, weil sonst hatte ich ja da nicht wirklich viel zu tun. Ja. Was kann man noch sagen? Wir haben jetzt schon wieder eine Weile geredet, also war cool, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde den Stream jetzt dann auch langsam zum Ende bringen. Ich sehe auch schon, dass die ganzen Zuschauer abschalten. Ja. Wir haben jetzt eigentlich auch schon alles gesagt. Gut, dann sage ich zu YouTube, bleibt mir gewogen und seid gespannt auf einen dritten Teil oder auch irgendwas anderes, was ich so raushaue auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen, YouTube.